Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der südlichen Himmelswacht zusammen mit Orianta. Und wir werden die Höhle hier weiter erforschen. Ja, die ist aber auch nicht gerade klein gewachsen, oder? Gut, wir gehen jetzt hier durch die Eisentür. Orianta? Orianti heißt sie. Von wegen Skiva. Eine riesige Frostbissspinne. Halt, Moment mal. Wenn die riesig ist, da haben wir doch den, den Ebenerzbogen der Verdammung haben wir. Stirbt ein Ziel? Das Ziel innerhalb von 20 Sekunden. Füllt es einen Seelenstein. 20 Sekunden, das ist gut. Wir laden den mal auf. Ja, mit den winzigen. Warum nicht? Naja, eigentlich bräuchten wir den jetzt nicht ganz aufzuladen, aber... Ja, eine Seele gefangen. Die gejagte Frost ist Spinne. Von wem wurde sie gejagt? Sollen wir sie ausnehmen gleich? Na ja, klar. Verbessern wir unsere Jagdfähigkeiten. Das Gift entnehmen wir erstmal. Einmal hat sie nur Frostbissgift dabei gehabt. Na, da können wir aber nachher schön was draus basteln. Brauen können wir daraus was? Ach, die Tierknochen wiegen nur. Okay, wir weiden auch aus. Und wir häuten. Ach so, häuten können wir die Spinne wahrscheinlich nicht. Spinnenfell. Und durchsuchen. Vielleicht bekommen wir unsere Pfeile ja wieder. Ah ja, bekommen wir sogar. Dann entsorgen wir sie. Okay. All die Spinneneier. Ja, gut, aber da war jetzt die eine Spinne, die gejagte. Wenn sie gejagt wurde, dann werden die wird doch nicht von anderen Spinnen gejagt, oder etwa doch? Die Banditen suchen sich aber auch Orte aus, unmöglich. Oh, und hier können wir gar nichts rausnehmen. Ich dachte, wir könnten. Können wir nicht? Na gut. Ach, die haben die hier reingejagt. Vielleicht die Spinnen. Oh, pst, pst, pst. Wo sind wir hier? Wenn hier ein Feuer ist und alles. Ach, guck an. Ach, der sitzt aber ganz friedlich da. Freund oder Feind? Wir lassen den Feueratron nachentscheiden. Gefährliche Falle, was? Glückstreffer! Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen! Genug! Das reicht! Na, wir müssen einen erwischen. Wir haben einen schwarzen, ungefüllten Seelenstein dabei. Jetzt drauf. Drauf. Na, wenn er gelähmt ist, dann mag sie nicht.
Aber wir mögen. So ein Banditenmarodeur, der kann ja doch ganz schön Schaden anrichten, was? Jawohl! Ich glaube, wir hatten auch nur einen schwarzen Seelenstein dabei, also wird das schon okay sein, so. Ja, gut, das gehört ja eigentlich hier gar nicht zu unserer Aufgabe, aber ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Wir sind jetzt gerade mal mit Orianti unterwegs. Und die kann ja doch ganz schön was. Also, versuchen wir das mal. Außerdem sind wir hier gerade so schön vorbeigekommen. Oh, den Topf können wir gar nicht mitnehmen. Na gut. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Nein! Ich bringe euch unter die Erde. Warte. Keinen groß genugen Seelenstein haben wir nicht dabei. Tut mir leid, Orianti. Ich habe dich aus Versehen getroffen. Dabei wollte ich das gar nicht. Hm. Nö. Nö, nö. Nehmen wir nicht mit, die ganzen Sachen. Weiter geht's. Orianti hat aber der Seelenfalle ganz gut widerstanden. Ja, weiter geht's. Na, hier... Oh. Na, hier drüben sollte dann der Ausgang schon wieder sein. So groß ist doch das hier nicht, denke ich. Himmelsrand. Perfekt. Nördliche Himmelswacht entdeckt. Also... Moment, Moment, wir müssen hier lang. Ja, irgendwie dürfen wir jetzt hier wohl runter. Ach so? Ah, interessant. Ein Sockel. Ja, wir haben nichts zum Aktivieren. Außerdem haben wir da keine Aufgabe zu. Doch irgendwo vermute ich hier noch einen Ork oder so etwas. Ach, da gucken wir mal rein. Da scheint hier nur ein Raum zu sein. Nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Wo ist der denn? Vielleicht hockt der oben drauf irgendwo. Ich glaube, drin ist er nicht. Sonst könnten wir ihn nämlich nicht hören durch die Tür, oder? Ach doch. Ist das aber eine Überraschung? Vorsicht! Ah, Feuer! Nein! Wo sind wir? Ach. Sie ist aber auch runtergefallen. Und Orianti hier oben ganz allein gegen den Ork. Ah, wir müssen uns ja erstmal gegen die Magier behaupten.
Die können sich heilen und sowas. Wenn ihr tot seid, kann ich das wesentlich leichter aus. Na schön. Ja, wir gehen da gleich rauf. Wir gucken erstmal, was die Frau da unten so bei sich hatte. Orianti kommt schon klar damit, meine ich. Ach ja, richtig warme Sachen. Och, ja, ein bisschen schwer hier, der Stahlstreitkolben der sengenden Hitze. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Wen, mir? Ich bin noch nicht so weit. Na, was? Mehr habt ihr nicht drauf? Wo hast du denn? Ach, da. Erwischt. Oh, da waren ja doch mehr als zwei, drei Leute hier. Banditen. Gut. Komm, wir holen uns die ganzen Pfeile. Du hast ja auch einen Bogen dabei, habe ich gesehen. Ganz nach meinem Geschmack. Oh, oh, oh. Nicht den Pfeil liegen lassen. Mal sehen, was die hatten hier in ihrem Raum, außer Wärme. Wärme ist ja auch schon mal gut für uns. Ja, noch so langsam haben wir wirklich genug zu essen. Das gelbe Buch der Rätsel haben wir schon gelesen. Nehmen wir mit für unsere Sammlung. Da hat noch keiner reingeguckt. Die haben hier, wer weiß, wie lange schon übernachtet und kamen nicht auf die Idee, mal dort reinzugucken. Fasan, den können wir leider nicht einsammeln. Obwohl es dran stand. Ja. Oh, Moment mal. Das ist nur so ein Fleck. Ich dachte, da wäre irgendetwas. Hey, haben wir so eine Treppe vorhin schon gesehen irgendwo? Ah ja, nein, wohl nicht. Ja, aber wir müssen ja nicht hierher. Schön, dass wir hier uns mal gemeldet haben bei denen. Banditen sind ja auch immer übel. Die üblen Banditen. Das können wir auch nicht einsammeln, na gut. So, wir wollten nämlich sowieso hier über den Berg rüber und dann gucken wir mal, wo dieser Weg dorthin führt. Wenn wir hier runtergehen. Diesen Schneeweg hier benutzen. Ja, Aussicht haben wir ja genug hier. Ah, der Weg scheint uns schon zu unserem Ziel zu führen. Falma. Es geht darum, dass wir gegen Falma wohl ankommen müssen. Um die Kampfkünste von Orianti zu prüfen. Für Helden. Für Helden Reborn, um genau zu sein. Und ja, ist das die Höhle da unten? Da sind so Banditen, ich weiß das. Aber ich sehe gerade keine. Vielleicht schießen wir einfach mal so einen Pfeil verschwenderischerweise dorthin? Hm, niemand hat sich gerührt, also
Sind da vielleicht gerade gar keine. Wir gehen mal brav diesen Weg entlang, folgen dem Weg und gucken. Da ist gar kein Weg mehr. Wo sind die da raufgekommen? Na, hier vielleicht so gekraxelt so ein wenig. Vorsicht, Vorsicht! Oh, es ging ja gerade noch gut. Da unten sehen wir Flusswald. Wie schön ruhig und friedlich es dort liegt. Ach, ich sehe Schafe. Na, das sind vielleicht auch Kühe, Ochsen. Ich wusste gar nicht, dass links da am Ausgang, dass es dort auch Wasser gibt. Also dort, genau dort, dass da so ein kleiner Tümpel ist, wusste ich gar nicht. Vielleicht ein Brunnen oder so etwas. Ja, wunderschön alles. Und ziemlich weit. Ich glaube, wir haben... Das ist nicht mehr der Weg. Ich glaube, wir haben den Weg, haben wir jetzt hinter uns gelassen schon. Okay, das ging ja noch gut. Da ist ein Weg. Orianti kommt hoffentlich nach. Oh, der Fuchs. Ja, auf Jagd sind wir jetzt leider nicht. Na, wer ist denn hier schon gewesen und hat sein Zeugs abgeschmissen? Obere Glutsplittermine entdeckt. Ja. Da ist ja unser Pfeil. Aber jemand hat Septime hier wieder reingeschmissen. Und Salz? Auch Salz? Na, Mehl wollen wir nicht im Moment. Kein Salz. Komm, wir gucken da noch ganz kurz rein. Oh, die ist schön groß gewachsen. Ups, hoppla. Vielleicht gehen wir geduckt dort rein. Ja, ich denke mal, die wird wohl nicht so groß sein, die Mine. Da werden wir wohl relativ schnell durch sein. Komm, 10 Minuten, dann sind wir durch. Kleine Höhle hier. Höhle voller Falmer. Und Spinnen. Spinnenweben. Auch da so eine Frostbiss-Giftspinne. Na gut, das scheint so dann nicht so gut zu klappen. Kommt sie hier durch? Durch ihre eigenen Spinnenweben? Triffst du sie? Kannst du sie treffen? Wohl eher nicht, was? Sie machen alle nichts. Ah ja gut, wir müssen das erstmal wegzaubern hier. Also verbrennen am besten. Oder mit einem Schwert. Ah, jetzt. Was war's mit der Fackel? Gute Idee, mit der Fackel gegen die Spinne, was? Wir treffen gar nichts. Die riesige Frostbissspinne. Wow, nicht auf uns! Wir sind sofort vergiftet! Lass das!
treffen wir denn gar nicht? Die ist so riesig. Wow, wow, was ist hier los? Nein, nicht wahr, das stimmt nicht. Ich glaube, ich lüge. Nein, was ist da jetzt passiert? Nicht schlecht. Das ist mal interessant. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das ist aber fies. Und dann mit Orianti ausgerechnet noch. Moment, wir haben doch, genau. Die Flammen, wir wollen den Feueratronarchen haben. So, wenn sie erledigt ist, dann hauen wir aber ganz schnell ab. Na gut, ich muss sagen, Orianti stellt sich schon lieber so in den Weg, oder? Meine ich das nur? Gegen Geister spinnen die Ärmste. Springen, Spinnen! Das ist ja ein fieser Kampf hier. Was haben wir eigentlich für eine merkwürdige Sicht? Träumen wir das gerade alles nur? Ich habe doch gesagt, dass es irgendwie nicht war. Hey, du hast dich aber super prima geschlagen. Echt gut. Orianti. Geisterüberreste. Geisterhafte Überreste. Geister. Damit bekommen wir es also hier zu tun. Oh, die nehmen wir aus. Gibt ja Punkte für unsere Jagd. Skelön, Skelön, Skelön. Oh, Hunger? Was? Durstig. Und hungrig. Und müdrig auch, schläfrig auch? Nein. Pfeile. Ganz genau. Und weg damit. Sehr schön. Ja, wir schmeißen nämlich hier so ein bisschen Zeug ab, deswegen sind wir mal zurückgegangen, ein Stückchen. Was haben wir denn für Zeug? Wir haben Zutaten jetzt vor allem eingesammelt. Fliegenpilze, nein, Hängemus. Och, wiegt das was? Oh, ein bisschen. Ja, Spy, wo sind denn die vielen schweren Sachen, die wir jetzt eingesammelt haben? Ah, hier. Ach, wir haben sowieso Fleisch und so ein Zeugs dabei. Ach so, wir haben ja auch Hunger und Durst. Moment, dann können wir doch
was essen und trinken. Vollkommen gesättigt sind wir schon. Das ist schön. Und Sit sind wir auch gut. Aha, hier haben wir es. Das rohe Spinnenfleisch. Ja, das müssen wir mal hier lassen jetzt. Das ist auch richtig schwer. 2 Pfund so eins und 75 haben wir davon. Wie schön. Ja, laufen können wir zwar schon wieder, aber auch noch nicht ganz so gut. Aber wenn wir das aufsammeln, werden wir uns aber wundern. Halt! Wir brauchen erstmal unseren Feueratronarchen. Nein. Speichern nicht vergessen. Immer schön speichern. Ein bisschen Salz wäre gut. Wir haben noch gar keine Salzerzadern gefunden. Salzadern meine ich gefunden. Die soll es aber auch geben. Hoffentlich bald. Oh, prima. Die Herausforderung des Waffenschmieds. Ich komme hier nicht durch. Der Feueratronach. Wer hat den dahin gemacht? Der ist total im Weg. Ach, die schaffen das doch gegen Skelette. Doch, diese Skelette nehmen gar keinen Schaden. Aber ich muss sagen, zum ersten Mal habe ich den Eindruck, dass ein Begleiter aus Helgen wirklich nur im Weg steht, oder? Nein, das ist unser Feueratronarch. Was halten die denn so viel aus eigentlich? Die halten zu viel aus. Oh nein, ja klar, das auch noch. Einer von den Burschen. Hör doch auf. Durch das Gerippe geschossen. Hat aber Glück gehabt, dass er so dünn ist. Einmal die Seiten tauschen, okay. Was? Spukschatten und Skelett. Spukschatten und Skelett. Lass mich durch! Nein! Och, Menno! Spukschatten kommt da sofort.
Heißt das Spukschatten oder Spuckschatten? Ah, Spukschatten war wohl schon richtig. Wir müssen hier schleichen. Naja, dann soll sie erstmal. Soll sie erstmal machen. Wir gucken mal, wo ging's denn. Wir sind ja zurückgegangen. Das war schon gar nicht so falsch. Aber dann sind wir irgendwo hängen geblieben und kamen da nicht weiter. Und hier hätten wir rausgekommen weiter. Das ist alles nicht so einfach. Wenn man hier in so einem Zauberland ist. Na, das ist aber besonders fies hier, was? Ich wüsste auch gar nicht, ich renne hier die ganze Zeit vor irgendeiner Wand. Spukschatten. Die Spinnen. Wie so ein Spukschatten. Das haben wir jetzt davon. Ah, der kann auch gelähmt werden. Na also, dann geht's doch. Kümmer du dich um das Skelett? Das ist sowieso hinüber gleich. Und ich lähme ein wenig diesen Spukschatten. Wenigstens kann er das. Gelähmt werden. Nein! Seitenwechsel! Seitenwechsel! Spukschatten erwischt. Sehr schön. Komm, wir lähmen ihn. Jawohl. Und jetzt drauf. Immer drauf. Da wird ja wohl kein Dritter mehr rauskommen, oder? Weißt du was? Ah, du magst das wohl mit Geistern und sowas. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, jetzt mit diesen geschliffenen Knochenpfeilen hier rumzulaufen. Was haben die denn überhaupt? 7 Pfeile nur. Also 7 von den guten, meine ich. Sonst hatten die doch gar nicht so gute Sachen dabei. Wenn das so weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Die könnten ja auch mal eine Höhle bauen, wo nicht so viel los ist. Irgendwie. Nur eine, wo man einsammeln kann, aber wäre das gut? Da war so nichts drin.
Salz. Alles leer. Leer, leer, leer. Ja, an und für sich sind wir Linksgänger und würden dann da entlang gehen. Jetzt glaube ich aber, dass das hier nicht so hoch ist, auch wenn es hoch aussieht. Das scheint manchmal nur so. Also gehen wir hier mal nach oben. Schlafen könnten wir hier. Sehr schön. Ja, da sind überall Spitzhacken. Jetzt finden wir an jeder Ecke die Spitzhacke. Aha, ein Skelett. Hat hier noch seine Schatulle festgehalten, aber dann ist ihm wohl die Spitzhacke auf den Arm gefallen. Moment, das ist gar nicht sein Arm. Es sei denn, er hatte vorher drei Arme. Dann könnte es doch sein Arm sein. Nein, der hat, glaube ich, irgendwo ist... Ach, da ist der Kopf von dem anderen. Aber wo ist der Rest von dem anderen? Oh, das weiß man nicht. Vielleicht ist alles runtergefallen. Oh, Experte, ja, das wird teuer. Dachte ich. Aber schöne Sachen. Ein dunkler, ein schwarzer Onyx. Wie sieht's eigentlich mit unserer Gesundheit aus jetzt nach dem Kampf mit den Geistern? Haben wir uns was eingefallen? Eingefangen? Nichts. Okay. Und was meinst du? Wie kommen wir da drauf, da drüben? Waren wir da oben schon? Ich glaube, nein. Der leere Sack. Die Dralle Argonische Might Band 1 haben wir, glaube ich, schon gelesen, aber das nehmen wir mal mit. Oh, nichts zu holen aus dem Tornister hier. Ja, den. Moment, warum kann man sich hier hinsetzen? Na komm schon. Du möchtest nicht sitzen, was? Einfach nur so. Ja, da sind wir aber am Ende der Folge schon wieder. So schnell kann's gehen. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.